herzlich willkommen beim Stadtmagazin und heute mit einem sehr ruhigen, sehr detaillierten Hintergrundgespräch. Es geht um den Transaktionsprozess des Klinikum Bad Bramstedt. Sie haben es mitbekommen, die Gesellschafteranteile im Klinikum sollen verkauft werden. Und das Ganze hat natürlich enorme Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Als allererstes natürlich die Mitarbeiter aus Bad Bramstedt, dann auch die Stadt, die hier natürlich nicht nur Anteilseigner ist, sondern das Klinikum ist das Aushängeschild mit über 1000 Mitarbeitern, der größte Mitarbeiter in Bad Bramstedt. Wir reden über die Politik, wir reden über den Verkäufer, die Deutsche Rentenversicherung Nord und wir reden natürlich darüber, wie es beim Klinikum als Unternehmen weitergeht. Der Zeitpunkt für einen Verkauf ist denkbar bescheiden. Die sich im Politikgeschäft ein bisschen auskennen, werden sich erinnern, es war ein Politiker aus der zweiten Reihe, der eine großartige Idee hatte, die sogenannte Fallpauschale. Sie erinnern sich, Sie bekommen das gleiche Geld, beispielsweise für eine neue Hüfte, völlig egal, was da ist, es gibt ein Geld, das ist die Fallpauschale. Derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat, hieß Karl Lauterbach. Heute, Jahre später, weiß man, dass genau dieses System ganz, ganz schwierig ist in der Umsetzung in den Kliniken. Denn über 60% der Kliniken schreiben rote Zahlen und sind insolvenzgefährdet. Und jetzt geht's weiter. Der aktuelle Gesundheitsminister ist heute Karl Lauterbach und er hat eine neue Idee zu dem System. Diese Idee möchte er im Juni vorstellen. Bis heute sind aber nur Fragmente auf dem Markt bekannt. Bedeutet, niemand weiß, was die Kliniken in Zukunft verdienen oder ob sie überhaupt noch verdienen oder nicht in irgendeine Unterfinanzierung reinfinden. Das sind natürlich die schlechtesten Bedingungen, die man haben kann, wenn man ein Unternehmen verkauft. Und auch darum wird es gehen. Ich lade Sie ein zu dem Gespräch mit dem Geschäftsführer Jens Ritter. Lassen Sie uns mal in die Tiefe gehen. Hallo Herr Ritter, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Der Anlass ist zwischen uns das Gespräch, die Veranstaltung in der vorvergangenen Woche im Theater. Es geht um den Transaktionsprozess des Klinikums, was neben den Daten mit einigermaßen, wie sage ich es nett, schlechtem Gefühl für Mitarbeiter vor allem zu Ende gegangen ist. Wie haben Sie das Ganze erlebt? Ja, am 4.4. erstmal, um formal das nochmal zu benennen, hatten wir eine Versammlung mit den Mitarbeitern. Es geht ja regelhaft darum, dass die Mitarbeiter intern informiert werden, wie der Transaktionsprozess sich gestaltet. Und es war der Hauptgesellschafter, die Deutsche Rentenversicherung, da, vertreten durch Herrn Reitstetter bezüglich der Information. Was im Nachgang zu der Veranstaltung unglücklich war, die Berichte über Überschrift, der Deal mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus ist geplatzt, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Das werde ich gleich nochmal erläutern. Und die zweite Überschrift, wir machen uns Angst, die Insolvenz droht. Dass Krankenhäuser in Deutschland im Moment ein großes finanzielles Problem haben, ist allgemein bekannt, liest man jeden Tag in der Tagespresse. Wir haben 60% der Krankenhäuser, die in Deutschland mittlerweile rote Zahlen sprechen. Und so schlecht können ja alle gar nicht ihren Job machen, dass man zu so einer Zahl kommt. Das liegt an den Rahmenbedingungen. Es ist natürlich klar, dass vor dem Hintergrund der ganzen Belastung, die jeder privat auch hat, dass auch das Klinikum über die Kostensteigerung durch den Ukraine-Krieg, Heizkosten, Energie, allgemeine Sachkosten, Lebensmittel auch extrem belastet ist und dass die Zahlen in Bezug auf die Flüssigkeit auf dem Bankkonto wie zu Hause auch spürbar im Klinikum sind. Darüber kann und muss man sich Gedanken machen, aber wir ergreifen im Moment alle Maßnahmen, dass natürlich eine Zahlungsfähigkeit erhalten bleibt. Zu dem ersten Punkt, wie es mit der
Transaktion weitergeht und der Prozess ist geplatzt, ist es überhaupt nicht so, sondern wir haben, beziehungsweise die Rentenversicherung hat ja mit einem Unterstützer der Firma Oberänder, die auch bei der Veranstaltung mit dem Theatersaal anwesend war, ein Bieterverfahren organisiert. In dem Bieterverfahren gab es eine lange Liste von angesprochenen Krankenhäusern und Krankenhauskonzernen und Reha-Einrichtungen. Am Ende hat das Krankenhaus Friedrich Ebert aus Neumünster das beste Angebot abgegeben. Das Beste ist für mich erstmal als Geschäftsführer inhaltlich, konzeptionell, wie man zusammenarbeiten möchte. Und dieses Verfahren ist nicht abgebrochen, ist nicht beendet, sondern das Friedrich-Ebert-Krankenhaus ist nach wie vor im Rennen. Das einzige Manko ist, dass wir eben für den Bereich Rehabilitation, Investition, Pflegeergänzung, Mitarbeiterwohnheim, all für solche Komponenten, die auch schon im Baurecht, in den Anträgen in der Stadt bekannt sind, dass das Friedrich-Ebert-Krankenhaus sich dafür Partner suchen muss, weil das Krankenhaus hat den Auftrag eines Krankenhauses und nicht die Dinge, die ich eben genannt habe. Und dieses Konsortium muss gefunden werden und dieses Konsortium ist zwar in der Diskussion, aber noch nicht in der Zielgeraden. Und damit begleiten ist natürlich auch der Kaufpreis der Einrichtung, also der Gesellschaft der Anteile der Deutschen Rentenversicherung, immer noch im Fluss. Aber mit der Maßgabe, das erste Angebot, was jetzt vorgelegt wurde, noch zu weit auseinander ist. Es wurde von definierten roten Linien gesprochen, aber diese Linien müssen noch weiter zusammenrücken und das ist jetzt Aufgabe von uns gemeinsam, aber natürlich ganz speziell vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus, sich da anzunähern, die Gespräche zu führen. Was wir im Moment mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus machen, ist, dass wir ein Letter of Intent mit unterschrieben haben. In dem Letter of Intent war definiert worden, welche medizinischen Leistungen können wir schon im Vorgriff auf die Kooperation und Zusammenarbeit kommt, wenn die Gesellschafteranteile veräußert wurden, was können wir da im Moment schon besser machen, mehr zusammenarbeiten. Da darf ich nochmal dran erinnern, dass wir ja schon viele Kooperationen haben mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus im Rahmen des 6K-Verbundes. Aber wir haben natürlich auch überlegt, welche Dinge können wir vorziehen. Da will ich mal zwei, drei Sachen nennen. Das sind operative Leistungen. Drüben in Neumünster ist eine hohe OP-Auslastung. Wir hätten noch eine gewisse Reserven. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie kann man zukünftig im Bereich Apotheke oder Labor mehr zusammenarbeiten. Wir haben auch darüber gesprochen, wie können bei anderen diagnostischen Dingen besser zusammengearbeitet werden und mehr auch die Patienten, die mit Wunsch und Wahlrecht kommen und sich behandeln lassen möchte, mehr in Bad Bramschi zu operieren. So, das sind die ersten Gespräche und das Ziel soll sein, dass wir also noch im Juni mit den ersten Maßnahmen starten und es soll eben auch signalisieren, dass neben diesen Verhandlungsprozess mit der Rentenversicherung über Kaufpreis und Zusammenarbeit, eben die zweite Schiene, wir nicht darauf warten, dass Jahresende diese Verhandlungen abgeschlossen sind, sondern dass wir jetzt ganz bewusst schon den Teil vorziehen, damit deutlich ist, ja, wir wollen zusammenarbeiten und wir setzen das auch schon um. Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, alles fährt gut, das FEK geht dort rein, sie finden sich vertraglich. Was würde das für die Mitarbeiter, die ja zu einem sehr großen Grad auch aus Bad Bramstedt kommen, was würde das für die Mitarbeiter bedeuten? Ja, da muss man vielleicht auch im Hintergrund noch die neue Gesundheitsreform so mit im Kopf haben, werden wir sicherlich gleich auch nochmal ein, zwei Sätze drüber verlieren. Es ist ja gezielt gewollt, dass die Krankenhauslandschaft anders aufgestellt wird. Es geht jetzt nach einem Konzept, dass es unterschiedliche Levels gibt, also unterschiedliche Grade der Intensität, die ein Krankenhaus anbietet, von sehr komplex und ich mache alles. Da stehen ganz oben die Universitätskliniken und unten stehen halt die Kliniken, die sich hauptsächlich um Basisversorgung kümmern.
Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus spielt ja schon in einer sehr hohen Liga, also in dem Level, weil sie sehr komplex sind mit ihren medizinischen Leistungen. Und dann neben diesen unterschiedlichen Graden gibt es eben die Fachkliniken. Die sind in dem Konzept oben angeflockt, weil eben eine Fachklinik einen anderen Auftrag hat. Der Auftrag ist ja nicht, dass wir Notfallversorgung in der Region Bad Bramstedt machen, sondern dass wir als Fachklinik für den Bereich Rheumatologie, Geriatrie und die gesamte breite Orthopädie mit allen Gelenken inklusive Rheuma-Orthopädie ein Spezialportfolio haben, was ja andere Kliniken so nicht haben. Und diese Zusammenarbeit ist politisch ja gewollt, sodass wir auch, wenn es denn die Verträge, wenn die geschlossen werden, diese Harmonie der Zusammenarbeit natürlich weitergeführt wird, auch über zwei Standorte. Das heißt jetzt nicht, dass der Standort jetzt umziehen muss, sondern dass der Standort bezüglich der Krankenhausleistung hier erhalten bleibt in der Zusammenarbeit mit Neumünster und wir auch gemeinsam uns darum bemühen, für Erweiterungen Fördermittel zu akquirieren, weil ja das politischer Wille ist und auch weiteren Verlagerungen von medizinischen Leistungen, weil wir haben Fläche und in Neumünster, wenn man dort die Liegenschaft kennt, ziemlich gut bebaut ist und wir gerade auch dieses Klientel, geplante Zugänge, Termintreue, dass wenn Sie sich operieren lassen wollen, dann ist es ja wichtig, dass wenn Sie dann auch ins Krankenhaus einbestellt und eingeladen werden, dass eben in der Nacht, wenn drei Verkehrsunfälle kommen, Sie morgens nicht mehr operiert werden können. Das können wir ja anbieten und deswegen werden wir gerade über diese Segmentierung der Patientengruppen sehr, sehr stark sprechen. Und Neumünster wird ja vom Schwerpunkt in diesen Krankenhausbereich weiterführen und für die Bereiche, die ich vorhin genannt habe, wird es eine enge Verzahnung mit Betreibern, Investoren geben, die sich sehr darauf fokussieren. Aber in der Summe wird das Angebot oder muss das Angebot in Gänze bleiben und es muss eine Win-Win-Situation geben. Und ich habe den Mitarbeitern in den vorigen Mitarbeiterversammlungen häufig gesagt, es ist eine Chance. Wir werden wachsen und nicht kleiner werden, sondern wir werden mehr Leistung machen, weil wenn ich jetzt auch nochmal an das Konzept Gesundheitsquartier erinnern darf, das hat Neumünster zum Beispiel auch in dem Bieterverfahren uns zurückgespielt, dass sie das auch weiterverfolgen werden, vielleicht nicht alles in den Einzelpunkten, aber dass damit eine große Grundlage gelegt wurde, gerade erweiternde Komponenten wie Kurzzeitpflege, Pflegeüberleitung, Mitarbeiterwohnen, vielleicht auch das Thema Hospiz, Serviceangebote, Catering, Gastronomie, das alles auf dem Campus auch weiterzuentwickeln, aber das gibt keinen, der alles macht, sondern das werden jetzt intensive Verhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten sein, sodass man am Jahresende hoffentlich dann in der Zielgeraden ist. Jetzt nehmen wir sind ja gerade bei der Mitarbeitersicht. Was bedeutet die Transaktion für den Mitarbeiter? Es sind ja viele Dinge, von denen jemand profitiert, wenn er hier arbeitet. Es ist die Nähe zum eigenen Wohnort. Es ist das, was Sie ansprachen, dass man planen kann. Man hat nicht die Nachtdienste, wie man im normalen Krankenhaus hat. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Vorteile, die für die Mitarbeiter auch ausgelobt werden. Was passiert denn, und das ist ja dann die Frage und die Angst der Mitarbeiter auch am 4.4. gewesen, was passiert denn, wenn es zu keiner Kooperation mit dem FEK kommt? Also vielleicht muss man ja nochmal unterscheiden zwischen Kauf und Kooperation. Also dass es zu gar keiner Kooperation kommt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil wir auch schon Kooperationen haben. Die Verkaufsofferte, die hängt ja sehr davon ab, kriegt man es hin mit Einbindung von Dritten, ein interessanteres Angebot abzugeben, wo auch die Rentenversicherung im Umkehrschluss sagen kann, das funktioniert, weil wir haben ja am 4.4. auch gehört, dass es juristisch extrem schwierig ist oder nahezu ausgeschlossen, dass die Rentenversicherung noch für einen Kaufpreis
Preis, was dazu gibt. Aber über Liegenschaftsentwicklung und was man an Gemeinsamkeiten hat, wird man ja auch die Wirtschaftspläne nochmal durchrechnen und neu aufstellen müssen. Und das wird ja alles in dieses Preisgefüge einfließen, sodass es hoffentlich dann zu einem neuen Kaufpreis kommt. Dass die Kooperationen an sich nicht erweitert werden vor dem Hintergrund der genannten Themen, die ich eben gesagt habe, da gibt's, das ist ja nur der Anfang. Es würde theoretisch noch so eine Palette geben. Das könnte auch in meinem loseren Verbund umgelegt werden. Aber davon gehe ich erstmal jetzt nicht aus. Das wäre theoretisch ein Plan B. Aber interessant ist ja der Kauf. Ja. Also auch das Friedrich-Ebert-Krankenhaus steht ja, wie alle Kliniken in Deutschland, vor einem großen Fragezeichen. Keiner weiß, was kommt. Herr Lauterbach hat irgendwas im Kopf, aber ich glaube, es ist noch nirgendwo in der Breite angekommen, was es sein könnte. Das heißt, man weiß ja auch nicht, wie im FEK sich das Ganze bewegt. Was wäre denn, wenn das FEK wirklich sagt, also uns sind die Rahmenbedingungen Medizin im Moment zu instabil, was würde das für das Klinikum bedeuten? Ja, erstmal muss man Klarheit haben. Die erste Klarheit ist natürlich politisch. Im Moment ist das Kaffeesatzlesen, weil das Modell, was ich eben geschildert habe, ist zwar jetzt kommuniziert, aber hinter dem Modell sind ja auch Leistungskomplexe, die sind noch gar nicht beschrieben. Die Kliniken wissen gar nicht, welche dürfen sie dauerhaft erbringen, welche Fachabteilungsbereiche würden denn dadurch beschnitten werden oder könnten erweitert werden. Das ist jetzt ja im Moment gerade Aufgabe der Politik, das weiter auszugestalten. Das ist die inhaltliche Ebene. Jetzt kommt die zweite Ebene und die ist ja mindestens genauso entscheidend, wenn dann diese Themen stehen. Und da hat eben das Friedrich-Ebert-Krankenhaus ja ein großes fachlich-inhaltliches Spektrum, wo wir fest davon ausgehen, dass da ganz viel von erhalten bleibt. Und wir haben eine Spezialexpertise, sagen wir bis auf die GRT, aber wir haben eine Spezialexpertise, gerade im Bewegungsapparat, entzündlich und degenerativ. Das wird auch erhalten bleiben. Und das wird ja auch so eine Reform nicht vom Tisch wischen. Aber es wird Geldverschiebungen geben. Und die Geldverschiebung, die kennt ja heute noch keiner. Und das ist wirtschaftlich so, dass man das denn neu bewerten muss. Und das ist im Moment noch viel zu früh, welche Verschiebungen dann da eintreten werden. Und die hinterher natürlich das Ergebnis, sich auf das Ergebnis des Krankenhauses am Jahresende auswirkt. Das ist aber im Moment überhaupt noch nicht möglich, weil die Rahmendaten fehlen. Aber was ist an dieser Stelle, wenn wirklich das FEK sagt, Moment, bei uns haben sich die Basisdaten verschoben. Was bedeutet das für diesen Prozess? Denn der Inhaber, der Gesellschafter, die Deutsche Rentenversicherung Nord, möchte ja raus, weil sie aufgrund ihrer Rahmendaten gar nicht investieren kann. Mhm. Wenn die einen rausgehen und ein anderer nicht reinkommt, welche Alternativen gibt es dann? Was passiert oder was bewegt sich für die Mitarbeiter dann an dem Punkt? Also, dass man gar keinen findet, da muss man ja den Prozess nochmal anders aufsetzen. Dass man gar keinen findet, da gehe ich überhaupt nicht von aus. Weil auch wenn man sagt, wir suchen mal für die Segmente Krankenhaus und Reha mal getrennt weiter, wird es immer Angebote geben. Und im Bereich der investiven Dinge, das ist ja, was wir vorgelegt haben und entwickelt haben, ist ja ein Gesamtplan über die ganzen nächsten Jahre. Und wenn man das jetzt mal runterbricht auf Jahresperioden, ist das ja schon ein Volumen, was zu stemmen ist. Also es sind ja keine utopischen Summen, die da gemacht werden oder die da jetzt berechnet worden sind. Deswegen glaube ich, dass wenn sich abzeichnet, dass das schwierig wird, da muss man natürlich rechtzeitig die Gespräche aufnehmen, um dann diese Lücke zu schließen. Dann frage ich an dieser Stelle nochmal ganz gezielt nach für die Nachbarin, für den Nachbarn, wenn ich heute nach Hause fahre. Die Arbeitsplätze im Klinikum sind sicher. Jetzt muss, bevor ich da jetzt mit Ja drauf antworte, muss natürlich nochmal der zweite Beschluss der Rentenversicherung erklärt werden. Wir sind ja in die erste Phase gegangen, im Rahmen des Bieterverfahrens den Gesamtkonzern zu veräußern. Also die Rentenversicherung, den Gesamtkonzern zu veräußern. Und
Wir haben ja die Erfahrung gemacht aus der ersten Runde, dass eben, und das war ja auch beim Friedrich-Ebert-Krankenhaus so, dass das Friedrich-Ebert-Krankenhaus auch für den Konzern kein Angebot abgegeben hat, sondern nur für den Standort Bad Bramstedt. Deswegen der erste Teil der Antwort, das Reha-Zentrum Hamburg soll separiert werden, so ist der Beschluss. Und es gibt dazu auch ein eigenes Bieterverfahren, das ist angelaufen, es sind die Kliniken identifiziert worden oder die Einrichtungen, die man jetzt anschreibt. Und für diese Mitarbeiter in Hamburg wird sich natürlich was ändern, weil sie werden einen eigenen Eigentümer bekommen und der wird nicht mehr Klinikum Bad Bramstedt heißen, indirekt. Also diese Arbeitsplätze sind natürlich davon betroffen, aber haben ja auch eine Chance, mit einem neuen Eigentümer und einer neuen Gesellschafterstruktur in die Zukunft zu gehen. Und es sind Mitarbeiter hier am Standort, die ja auch wiederum das Reha-Zentrum in Hamburg unterstützen, weil das Reha-Zentrum in Hamburg keine beispielsweise administrativen Arbeitsplätze hat, sondern die sind in der Regel hier. Über die Mitarbeiter muss man reden, wobei ich mich sehr dafür einsetzen würde, auch beim Erwerb eines neuen für das Reha-Zentrum, dass man denjenigen anbietet, diese Dienstleistung erstmal weiterzuführen und dass man das sowas dann beispielsweise sukzessive auslaufen lässt, als so einen harten Cut zu machen. So, das wäre mal so die Sichtweise Hamburg. Hier am Standort sind wir im Krankenhausplan, würden den Krankenhausplan, wie meine Ausführung von eben durch das Friedrich-Ebert-Krankenhaus, eher stärken. Das würde ja bedeuten, man kommt auch an Fördermitteltöpfe ran, gerade im Rahmen der Strukturveränderung. Und im Krankenhausbereich mit zusätzlichen Leistungen würden ja Stellen aufgebaut werden und nicht Stellen abgebaut werden, sondern wir hätten ja eine höhere Auslastung. Und für den Reha-Bereich haben wir ja schon heute und auch in den Jahren vor Corona eine sehr große Auslastung gehabt und sehen jetzt ja auch, wir kommen im Prinzip in Belegungsraten, die wir wieder schon hatten, von über 450 Patienten im Hause. Und das zieht natürlich Personal nach sich, wenn sie eine höhere Auslastung haben, dass sie dementsprechend ja auch Personal nachziehen müssen. Da reden wir ja nicht über Stellenabbau, sondern eher über Stellenaufbau. Und wenn man jetzt die Servicebereiche nimmt, auch die Diskussion hatten wir neulich im Arbeitgebermonatsgespräch. Es wird an dem Standort immer gereinigt werden, es wird an dem Standort immer gekocht werden, es wird an dem Standort immer Material transportiert werden. Alles das, was heute in unserer Servicegesellschaft ist, kann zwar sein, dass das Label sich verändert oder der Name sich verändert, weil man da in einer anderen, größeren Konstellation denkt. Aber diese Funktionen können ja nicht wegfallen, dann sind die Patienten nicht versorgt und die Mitarbeiter nicht versorgt. Also da würde ich mal sehr optimistisch eine Prognose wagen, dass in der Menge der Arbeit, in der Zusammensetzung der Arbeit sich nicht viel ändern wird, aber in Bezug auf gehöre ich noch zu der Gesellschaft A oder gehöre ich noch zu der Gesellschaft B? Da kann man natürlich nicht seine Hand für ins Feuer legen, weil das ist ja genau ein Thema, was ein wichtiger Bestandteil ist, wenn der Preis steht, wie sieht es inhaltlich aus? Aber dass Arbeitsplätze hier im großen Maße wegfallen, halte ich für relativ unrealistisch. Thema Gesellschafter, Thema Gesellschaft allgemein. Sie hatten die Deutsche Rentenversicherung Nord angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann die Deutsche Rentenversicherung Nord nicht investieren, weil es ihr durch die Statuten schon verboten ist. Mhm. Ganz provokativ an dieser Stelle, wäre es nicht das Einfachste, wenn die Deutsche Rentenversicherung Nord sagt, wir haben dort, wie viel auch immer, 200.000 Euro als Gesellschaftsanteile drin, die lassen wir auslaufen und dann soll die Gesellschaft danach machen, was sie will oder wie auch immer neu aufbauen. Also eigentlich würden sie es am leichtesten machen, wenn sie doch das Ganze irgendwie auslaufen lassen würden, oder? Ich versuche gerade eine technische Umsetzung mir zu überlegen. Technische Umsetzung ist zu sagen, als Gesellschafter auszusteigen. Als Gesellschafter auszusteigen. Wir zahlen kein Geld an jemanden, der übergibt oder also übernimmt. Ja. Das wäre doch das Leichteste für einen Geschäftsführer. Das glaube ich nicht, dass das Leichteste wäre, weil
ich zu der Rolle Rentenversicherung sage ich gleich nochmal was. Das würde ja bedeuten, dass zwei Gesellschafter, das Universitätsklinikum Eppendorf und die Stadt Bad Bramstedt, mit eigentlich Minderheitsgesellschafter sind und ein Gesellschaftsanteil jetzt unbesetzt ist. Ich bin jetzt nicht Gesellschaftsrechtler, aber wir kriegen ja auch ein Problem der Stimmrechte und so weiter. Das theoretisch geht sowas, aber praktisch ist es ja schon so, dass warum soll die Rentenversicherung erstmal auf ihre Stammeinlage verzichten? Die liegt übrigens bei 173.000 Euro, also relativ wenig Geld. Und dafür suchen Sie ja gerade jemanden, dass Sie sagen, wir wollen ja diesen Prozess, der ist ja geeignet dafür, dass wir rausgehen, aber wir hätten gerne zumindest unser Stammkapital wieder. Das würden wir ja, glaube ich, auch haben wollen, wenn wir Eigentümer einer GmbH sind, dass man zumindest seine Einlage wieder erhält. Aber um das einmal mal positiv, genau das ist ja das Problem, warum dieser Transaktionsprozess eingeleitet worden ist. Ich erinnere da so ein bisschen immer an die Historie. Die Klinik ist 1928 gegründet worden in der Weltwirtschaftskrise durch Oskar Alexander. Und er hatte ja ein ähnliches Thema, dass er in der Zeit relativ wenig Privatpatienten oder zu wenig Privatpatienten hatte. Und dann offiziell die Rentenversicherung, die damals dann natürlich noch anders hieß, als Gesellschafter dazugekommen ist mit der Sicherheit, sie bringen Versorgungsverträge mit. Das ist ja überhaupt die Historie, warum die Deutsche Rentenversicherung Eigentümer in dieser Einrichtung ist. Die Statuten, nach denen, über die wir jetzt reden, die stehen im Sozialgesetzbuch teilweise oder größtenteils aus Bismarcks Zeiten immer fortgeschrieben. Und die Statuten der Rentenversicherung sind eben so, dass sie verbieten Darlehensaufnahmen, also wir können nicht zur Bank gehen und hier neu bauen, das haben wir ja schon einmal durchprobiert und das geht nicht, ist ja von der Aufsicht nicht genehmigt worden und dass die Rentenversicherung immer Mehrheitsgesellschafter sein muss, sie müssen immer nach Richtlinien der Rentenversicherung arbeiten und so weiter und da finde ich es ja sehr förderlich, dass da die Erkenntnis gewonnen wurde in 21, dass der Vorstand sagt, wir müssen uns von den Anteilen trennen, weil wir würden die Klinik weiterhin so blockieren durch unsere Regularien, dass eigentlich ein anderer Gesellschafter hierher muss. So, das ist die Rolle der Rentenversicherung. Das vor den Rahmenbedingungen Lauterbach-Reform und vor dem Hintergrund Ukraine-Krieg, Energieentwicklung, der Verkaufsprozess im Moment sehr, sehr schwierig ist, für viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch. Das sind im Moment leider die Begleiterkrankungen, sage ich das mal so, die wir vor 5 Jahren nicht gehabt hätten und die diesen Prozess ebenso schwierig machen und eigentlich auch schon fast Erkrankungssymptome sind. Sonst wären wir schon, denke ich, in den vergangenen Jahren, wenn das übertragbar gewesen wäre, schon verkauft gewesen. Die Rolle des UKEs ist eine wissenschaftlich-inhaltliche. Da ist die Zusammenarbeit hauptsächlich über die Stiftungsprofessuren Orthopädie und Rheumatologie. Da sind wir ja bundesweit vom Expertise, wo wir am hohen Wind segeln mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in die Behandlungsprozesse einfließen. Diese Zusammenarbeit wird ja ob nun mit oder ohne Gesellschaftsanteilen und Rechten immer weitergeführt werden, wo ich auch für stehe, weil ich diese Kooperation für wichtig halte für eine Fachklinik mit der Expertise und die Stadt bei Bramstedt als wir sind der größte Arbeitgeber in der Stadt und wir erwarten natürlich auch von der Stadt besonders flankierende Hilfen wie Einräumen vom Baurecht, was wir ja initiiert haben, was aber leider nicht so schnell geht, wie ich mir das wünsche. Das ist ja im Moment allgemein in der Presse zu entnehmen, Schwierigkeiten im Bauamt. Das muss unbedingt forciert werden, weil natürlich auch zukünftige Eigentümer fragen, was kann ich denn hier auf dem Gelände machen im Rahmen dieser Krankenversorgung hier. Ich hatte nur so ein Beispiel genannt. Mitarbeiterwohnung wäre heute baurechtlich nicht möglich. Aber um Personal zu gewinnen, muss man sowas heute anbieten, weil sie kriegen in der Stadt kaum noch Wohnraum. Und schon gar nicht für Berufsgruppen, die vielleicht nicht so hoch bezahlt werden. Und dann sind natürlich auch andere Dinge wie
mehr Verzahnung in Bezug auf medizinische Leistungen oder ärztliche Leistungen. Die gemeinsame oder die MVZ-Diskussion, die wir haben, würde ich mir mehr Verzahnung wünschen. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Ideen aus der Stadt, die man hier auf dem Gelände umsetzen kann. Gerade das Thema Kurparkbelebung, mehr Angebot, Verzahnung zu den historischen Quellen wie Moorbahn, aber auch Römerheilstätte da mehr zu machen und den Kurgarten neu zu gestalten. Diese Ideen sind ja schon viele Jahre alt, auch vor dem Vorbürgermeister schon entwickelt worden. Mit den Themen kommen wir leider im Moment überhaupt nicht voran. Sie haben es jetzt im Nebenbei fast angemerkt, das Thema Gesellschafter, die Stadt Bad Bramstedt. Eigentlich müsste ich mir das so vorstellen, da ist der größte Arbeitgeber vor Ort, 1000 Mitarbeiter, unglaublich wichtig für die Außendarstellung der Stadt Bad Bramstedt. Und ich bekomme aber ehrlich gesagt aus der Politik sehr, sehr, sehr wenig rübergespiegelt. Und eigentlich würde ich mir doch vorstellen, die Chefin vor Ort, die Bürgermeisterin, steht hier jeden Morgen bei Ihnen vor der Tür, während Sie langsam die Treppe hochkommen und sagt, Herr Ritter, wie kann ich Sie unterstützen heute? Ist das die Situation oder wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Ja, das glaube ich wäre zu engmaschig. Das ist auch mit den Vorgängern ja nicht so gewesen. Aber insgesamt strategische Abstimmungen, was passiert in der Stadt und welche Rolle kann die Klinik da übernehmen, aber auch Vorgedanken. Ich kann nur mal so ein Beispiel nennen. Wir haben damals, wie das MVZ in Bad Bramstedt, das städtische MVZ gegründet wurde, ja auch der Stadt angeboten, in unseren Räumlichkeiten das unterzubringen. Die Gespräche sind ja nicht zielführend, denn zum Ergebnis geführt, dass man das umgesetzt hat. Es gab dann doch wohl viele Beweggründe, warum das nicht so ist. Da fehlt, finde ich, schon Dialog und Transparenz. Das müsste mehr weiterentwickelt werden zum Ziel, weil ich glaube auch nicht die Mitarbeiter, aber teilweise sind das auch Mitarbeiter, weil sie auch Bewohner der Stadt sind, denen fehlt so viel mehr so das Thema Verzahnung und warum und weswegen und gibt es eher nicht gemeinsame Entwicklungen als getrennte Entwicklungen. Die Erwartungshaltung an uns ist immer, wir sind sozusagen noch das alte Kurhaus, wenn ich da mal rüber gucke, da steht das Schild noch dran und die ganze Liegenschaft und das ganze Thema Kur und Kurhaus, diese Entwicklung ist ein Thema des Klinikums. Nein, ist es nicht. Wir betreiben ein Krankenhaus, eine Reha-Einrichtung, hat eine bestimmte Zielsetzung, aber das ganze Drumherum und Liegenschaft und medizinisches Angebot, da können wir viel unterstützen, zusammenarbeiten. Das ist aber eigentlich nicht unser Auftrag und es werden oft Lösungen erwartet, die auch finanzielle Belange denn für die Klinik sind. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Theater. Es wäre auch ein schönes Beispiel, wo oft eine Erwartungshaltung in der Vergangenheit entstanden ist. Die Instandhaltung muss die Klinik tun und die Stadt macht den Theaterbetrieb oder der Theaterverein. Dafür ist die Klinik nicht da. Wir haben zwar eins und das ist jetzt ja auch vermietet an die Stadt, aber wenn ein größerer Schadensfall ist, dann können wir dafür nicht gerade stehen. Und im Moment kämpfen wir gerade um Energieversorgung, also die Anpassung der Energiekosten. Da wünsche ich mir schon ein besseres Miteinander. Eine letzte Frage. Wir haben jetzt April 2023. Wo stehen wir denn im April 2026, also in 3 Jahren? Wie ist Ihre Prognose? Hoffnung, Prognose, Kaffeesatz? Ja, im Gesundheitswesen glaube ich schwierig. 26 sind immerhin 3 Jahre. Ich erlebe das so, dass die Veränderungen pro Jahr schon oft so gravierend sind, dass man manchmal nicht mehr weiß, wie es nächste Jahr läuft. Und ist ja auch sehr davon beeinflusst, wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter und der Energiekosten.
Ich wünsche oder darf ich mir oder hoffe, so formuliere ich das dann doch mal, dass die ersten Früchte aus der Transaktion auch baulich hier schon sichtbar sind, neben der Kooperation mit dem FEK und der Nutzung der vorhandenen räumlichen Struktur, die hier im Krankenhausbereich schon sehr gut aufgestellt ist. Wir brauchen dringend im Reha-Bereich eine neue Struktur, gerade weil die Patienten sehr eingeschränkt sind von der Multimorbide und viele Begleiterkrankungen haben, dass wir den Neubauanteil, den wir schon vor Jahren geplant haben, dann auch realisiert haben und dass wir insgesamt auf dem Zukunftskonzept zum Gesundheitsquartier die ersten wesentlichen Meilensteine umgesetzt haben. Die Jahrhundertfeier war ja immer so mein persönliches großes Ziel. Das, glaube ich, werden wir durch die Jahre jetzt dieses Wandels, den wir im Moment haben, Corona und Ukraine-Krieg, das werden wir nicht schaffen, dass wir da der Klinik schon einen völlig neuen Anstrich geben. Aber ich denke, dass die wesentlichen neuen Ideen oder Meilensteine dann schon umgesetzt sind und dass die Klinik dann entsprechend wirtschaftlich noch auf einem besseren Erfolgsweg ist wie heute. So, wer bis jetzt durchgehalten hat und wirklich Fakten bekommen hat, der weiß, wo es einigermaßen hingeht. Wir bleiben natürlich dran und hoffen, Sie sind dabei beim Stadtmagazin. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.